Ja, hallo meine Lieben. Einige von euch haben mir immer wieder geschrieben, dass sie mal wieder sehen wollen, wie es mit der Mehlwurmzucht aktuell steht. Wie es bei mir da gerade aussieht. Und deswegen hier einmal wieder ein Video-Update von meiner Mehlwurmzucht. Und zwar haben wir hier ein großes Sieb mit Käfern. Da sollen die Eier durchlegen. Da kriegen sie auch gleich wieder frische Weizenkleie. Unten drunter fällt die Weizenkleie dann durch und da sind auch schon ganz viele kleine Baby-Mehlwürmer, die ich dort entdeckt habe. Dann haben wir hier drüben ein paar Puppen. Hier sind auch noch Puppen, auch schon wieder ein paar neue Käfer, die jetzt auch gleich wieder in das Sieb hier reinkommen. Dann habe ich hier jede Menge Puppen, ein paar sind auch noch Mehlwürmer und auch schon ein paar Käfer konnte ich entdecken. Hier sind auch überwiegend Mehlwürmer, Puppen und auch ein paar wenige Käfer. Hier drinnen sind Baby-Mehlwürmer. Das war mal das, was unter dem Sieb war. Das habe ich in so eine kleine Schachtel. Das ist ein Kleinbehälter. Und das hier war auch mal unter dem Sieb, aber etwas mehr. Das ist auch schon so eingesunken. Das sieht man, dass da viel Aktivität ist. Da sind auch schon größere Mehlwürmer jetzt drinnen, aber auch ganz viele kleine. Also hier sind ganz viele mini bis mittelgroße, noch keine Puppen. Und dann habe ich noch einmal unterm Tisch eine Box. Die zeige ich euch jetzt. Dafür muss ich euch mal kurz abnehmen. Hier eine Box. Die ist noch etwas älter. Da hatte ich auch noch Styropor drinnen. Die ist noch von letztem Jahr. Also das mit Styropor mache ich ja jetzt nicht mehr. Das war ein Test. Die fressen nämlich Styropor, aber es dauert extrem lange. Da sind diese Karottenstückchen hier auf jeden Fall begehrter. Wie man sehen kann, alles voller kleiner Mehlwürmer. Hier kriege ich jetzt nicht so richtig scharf gestellt, aber die sind auf jeden Fall hier überall drinnen. Schauen wir jetzt noch mal die Boxen oben an. Also hier habe ich vor allem Mehlwürmer und Puppen, aber ich glaube auch schon die ersten Käfer irgendwo gesehen zu haben. Hier lasse ich ein paar Käfer werden, die dann hier auch wieder Eier reinlegen können. Hier habe ich nur Käfer in diesem Sieb. Da sieht man das Sieb durch. Die haben da Weizenkleie drin. Und hier sind dann auch schon Mini-Mehlwürmer, die man aber kaum sieht. Und hier dann nochmal ein paar Puppen. Hier ein paar Puppen und hier sind auch noch Puppen und Mehlwürmer und ich glaube auch schon ein Käfer ist ja auch schon dazugekommen. Jawohl. Und dann hier noch mal eine Box mit Mini-Mehlwürmern. Ich stelle jetzt mal hier in dem Eck scharf, da hat sich vorhin alles bewegt. Mal schauen wir mal, ob wir da jetzt immer noch was sehen, wenn ich da scharf stelle. Und hier mal mit dem Löffel reingehe. Sieht man, dass sich da alles bewegt. Und in dieser Mini-Box da hinten, die stelle ich jetzt mal weiter vor. So, da sind auch ganz viele kleine Mehlwürmer. Ich hoffe, ich kippe die jetzt nicht hier um, wenn ich hier umdrehe. Aber da sieht man auch, dass da welche drinnen sind. Jawohl. Also so sieht es aktuell bei meiner Mehlwurmzucht aus. Nicht so viele Kisten, wie ich mal hatte, aber immer noch genug zu tun. Jawohl, das war's Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.